Das war das Buch der ISD, das war das Markenzeichen und das verkörperste. Ich bin eine der beiden Autorinnen, Afrodeutschen, die das mitgeschrieben haben. Frau Beken, ja, also Mai war 24 und ich, oder 23 und ich war 25 und da haben wir das gemacht. Und das war schon wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber wir haben gedacht, das müssen wir jetzt machen. Also wir müssen diese Chance nutzen, ja, eine Veröffentlichung aus unserer Sicht zu machen. Und das war einfach toll, dass die Audre Lorde und ihr Verlag uns gefragt haben. Und das war dann nachher auch so, also was ganz verrückt war, also wir haben ja 2 Jahre an dem Buch gearbeitet und ja, 10 Leute interviewt, junge, ältere Frauen gefunden, die uns von der Nazi-Zeit erzählt haben, was ja ganz wichtig war. Plötzlich hatten wir eine Geschichte in Deutschland. Und dann war es fertig, sah schön aus und dann war es, kostete es 29,80. Mist, ne? D-Mark. Ganz schön teuer und das war es aber, was es gekostet hat und keiner wollte es kaufen. Ja, weil die Deutschen haben gesagt, oh, das hat bestimmt was mit Rassismus zu tun und damals wollte man über Rassismus überhaupt nicht sprechen. Und das war eine Zeit jetzt ungefähr? Das war 86, war es fertig. Und zur Buchmesse kam es raus und dann war das so, dass Mai und ich angefangen haben, Publicity-Arbeit zu machen. Ne? Das war sozusagen der Anfang unserer Arbeit, nicht das Ende, sondern es war klar, wenn wir wollen, dass die Menschen es lesen, müssen wir es bekannt machen. Und dann haben wir uns halt interviewen lassen und haben auch Lesungen gemacht, viele. Und das war dann auch so ein Begegnungsort, wo man sich kennenlernen konnte, wo andere über das Buch erfahren und so. Wo wir sozusagen Deutschen etwas darüber erzählen, dass es uns gibt. Und dass es gar nicht so selten ist und keine Ausnahme, sondern ja, es gibt uns und wir gehören dazu. Und die Afrodeutschen, die konnten halt dann sagen, aufeinander zugehen. Ne, da sagen, hast du das Buch schon gelesen? Ne? Später gab es ja dann die Afro-Look gleich. Kennst du dich schon die Zeitung? Und das war viel besser als davor, wo es dann so war, dass man gesagt hat, da ist ein anderer schwarzer junger Mensch. Soll ich jetzt hingehen und sagen, hey, du bist doch auch schwarz, lass uns mal reden, ja? Das ist so blöd, ja. Das ist peinlich, ja. Aber wenn man so einen Anlass hat, hast du schon vom Bundestreffen gehört, dann ist es sehr, also ein schöner Anlass, aufeinander zuzugehen und ins Gespräch zu kommen. Black man.